das, was ich jetzt hier machen werde, hatte ich gar nicht vor, wollte ich auch niemals machen und ich wollte auch niemals, dass es dazu kommt. Aber ich habe keine andere Wahl mehr. Ich habe die Person oft genug gesagt, kriege ich noch irgendwas mit, dann werde ich das alles veröffentlichen, weil das alles in der Öffentlichkeit machst. Und zwar geht es hier um meinen Freund und seine Ex-Freundin. Also ich kriege immer wieder was mit und ich habe schon meinen Freund gesagt, weil es schon so oft vorgekommen ist, habe ich ihm gesagt, beim nächsten Mal werde ich es veröffentlichen, weil ich immer wieder von Leuten Nachrichten bekommen habe, dass er gesehen worden ist. Diesmal habe ich es selber persönlich mit meinen eigenen Augen gesehen, schon in der Schwangerschaft. Ich war da, glaube ich, im zweiten, dritten Monat schwanger. Da hat sie mir Screenshots geschickt, was die miteinander geschrieben haben, ja, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass ich mein Kind, meinen Sohn abtreibe, was ich aber natürlich niemals machen würde wegen so einer Frau. Aber sie hat es auf jeden Fall gemacht in der Hoffnung, dass ich mich, abtreibe und mich von ihm trenne. Habe ich aber natürlich nicht gemacht. Wenn er meint, er muss Scheiße bauen, soll er es machen. Also für mich zählt sowieso nur ich und mein Kind. Und auch danach, also es gab dann richtig Stress. Danach haben wir Follower von mir geschrieben, dass die zusammen gesehen worden sind. Auch da habe ich meine Fresse gehalten. Ich habe mich schon sogar ganz am Anfang persönlich mit ihr getroffen und habe ihr gesagt, lass die Finger von meinem Freund. Hat sie natürlich nicht gemacht, also rennt ihn immer noch hinterher. Er ist natürlich schuld daran auch, klar. Aber ganz ehrlich, ja, der Mann hat eine Freundin, hat jetzt ein Kind bekommen. Was willst du noch von ihm? Und dann dachte ich mir heute, ich war ja mit Mama spazieren mit Luan, und dachte ich, ich besuche ihn mal. Das mache ich eigentlich ganz, ganz selten. Und bin zu ihm ins Büro gefahren. Ich komme da an und sehe beide draußen. Die wollten Richtung Rewe laufen. Sie ist vorgegangen, er ihr hinterher, und dann hat er mich gesehen. Also er hat mein Auto gesehen und ist zurückgelaufen. Sie ist aber weitergegangen, weil sie mich nicht gesehen hat. Da habe ich meiner Mama gesagt, guck mal, Mama, das ist deine Ex-Freundin, die so, oh, warte mal, ich steige mal aus und laufe hinterher, ich will sehen, wer das ist. Und dann hat meine Mutter den Kleinen seinem Papa gegeben und ist hier hinterher gelaufen. Meine Mutter ist hier hinter Rewe hergegangen, also nur um zu gucken, wer das ist. Und dann ist sie aber sofort wieder rausgegangen, weil sie meinen Freund natürlich nicht gesehen hat. Sie ist zurückgelaufen, meine Mama hier hinterher, die geht rein. Sie hat aber gesehen, dass mein Freund seinen Sohn in den Arm hat und ist aber weiter geradeaus gelaufen in sein Büro rein, ja. Ist aber dann durch die hintere Tür, das ist ein Notausgang, ist sie rausgegangen, damit ich sie nicht sehe. Und als meine Mama reingegangen ist, hat mein Freund ihr gesagt, komm, wir gehen schnell zu Rewe. Ich wollte da sowieso die ganze Zeit was kaufen, damit ich sie nicht sehe. Aber ich hatte sie schon draußen gesehen. Ach, guck mal, also sowas ist so eine Sache, die ich gesagt habe, sowas ist Privates, das behalte ich auch für mich. Ich will nicht, dass sowas in der Öffentlichkeit rauskommt. Aber ich habe schon beim letzten Mal gesagt, weil er so oft in der Öffentlichkeit gesehen worden ist, wo ich mir denke, ey, ich stehe in der Öffentlichkeit, warum blamierst du mich so? Und ich habe jedes Mal meine Klappe gehalten. Jedes Mal habe ich meine Klappe gehalten. Da habe ich ihm beim letzten Mal gesagt, ey, kriege ich noch irgendwas mit, was diese Frau betrifft? Ich werde das veröffentlichen. Und er hat, ich weiß jetzt nicht, ob ihm das egal ist oder ob er es mir nicht geglaubt hat. Und deswegen bin ich jetzt so weit gegangen. Ich weiß, kann sein, dass es jetzt ein Fehler von mir ist, dass ich das veröffentlicht habe. Aber ganz ehrlich, wie lange soll ich meine Fresse halten? Also ich habe ihn natürlich gefragt, weil er lügt ja immer, das ist ja nichts Neues, wenn sowas rauskommt. Ich habe ihn gefragt, was sucht sie hier? Ja, sie ist mit einer Freundin oder keine Ahnung, mit wem hier Papiere abgeben von der Freundin. Wo ich mir denke, Alter, wenn du weißt, dass ich mit dieser Frau schon mal Probleme hatte, ja, warum kommt sie denn Papiere abgeben? Was natürlich nicht stimmt, weil sie war ja nicht wegen der Freundin da. Und auch wenn es so ist, was hat sie da zu suchen? Dann soll die Freundin oder soll die Bekannten oder sonst wem die Papiere vorbeibringen oder per Post schicken. Wisst ihr, was ich meine? Und dann denke ich mir, Alter, wenn du schon einen Schwanz hinterherrennen musst, dann seid doch eine Frau genug, um da zu bleiben und mir in die Augen zu schauen und mit mir vernünftig reden zu können. Nein, haut sie ab, so dass ich sie nicht finden kann. Und gerne kann ich auch hier einen Instagram-Namen hier veröffentlichen. Wie gesagt, auch in der Schwangerschaft hat sie alles getan, damit ich eventuell abtreibe. Keine Ahnung, was diese Frau vorhatte oder was sie damit bezwecken wollte. Aber da sie es immer noch nicht sein lassen kann, ja. Der Mann hat eine Frau, hat Kinder.